Ich bin fast verhungert. Verdammt, ich werde angegriffen. Will ich nur einen Speer retten. Ich komme mal zu dir, Mordi. Ich bringe sie mal mit. Bring dir mal ein paar. Ja, lass das mit. Mal. Ich habe gerade literally gar kein Equipment. Beziehungsweise ich habe eine Schädelkeule. Weil ich zufällig tot. Ich bin tot. Bin so gut wie tot. Cool, dann stirb mal eben. Dann sag mir bitte, ob du danach noch die Flugzeugaxt hast. Wahrscheinlich nicht. Deswegen sollte ich nicht sterben. Ja, weil dann wäre das scheiße, weil normalerweise startet man mit dem Ding. Da sind wir geliefert. Und den ganzen gefundenen Waffen. Deswegen sollte ich am besten übernehmen. Ich verhungere gleich. Meine Fresse, wie krieg ich denn hier? Ich muss doch irgendwie eine Axt. Es ist. Ich greif den mal an. Scheiß drauf. Nee, fast tot. Ne, krieg ich so nie. Scheiß mich ein. Mein letzte Medizin. Modi wieder sehr hilfreich. Ja, cool. Entschuldigung, dass wir in einem scheiß Open-World-Spiel sind. Ich, wegen was auch immer. Ich versuche hier gerade eine Hütte zu bauen und uns mal irgendwie ein bisschen. Ich hab nicht mal das scheiß Grundequipment. Ich kann nicht mal Dinge häuten oder Bäume fällen momentan. Das geht mir gleich genauso. Ich glaube, ich habe aber irgendwen getötet. Es geht mir gleich genauso, dann bin ich verhungert und dann haben wir beide ein Problem. Ah, da hinten. Scheiß doch die Wände an. Weil ich das Reh nicht getötet habe. Ich weiß halt nicht, wo ich rauskomme, wenn ich sterbe. Geht's eigentlich? Wo hab ich ein Bein her? Okay, ich kann hier ein paar Beeren essen. Cool, und ich kann Leute mit meinen Händen, mit dem Ding in meinen Händen treten. Toll. Sehr gut, so überlebe ich das vielleicht mit Beeren. Ich ernähre mich ja vegan. Warum kann ich das verdammte Reh nicht töten? Hast du einen Speer? Das ist mit der Axt getötet. Speer habe ich ja nicht. Speer und? Sind zwei Stöcke zusammengecraftet. Ich hab's gehäutet, ich hab einen Kopf. Ich hab bloß leider kein Feuer. Ich bin gleich bei dir. Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Okay, gut, ja, hier können wir gerne das temporäre Ding ins Lager. Ja, ist eigentlich gar nicht schlecht, die Stelle, wo ich das aufgebaut habe. Es ist eh nur temporär, wir werden auf lange Sicht eher an den See gehen, also von daher. Ich baue hier tapfer an dem Haus. Das Grundgerüst steht schon. Ein paar Stöcker wären gut, dann könnte ich ein Lagerfeuer bauen, oder meinen Speer machen. Ja, Moment. Ich habe kurz mal dein Ding fertig gebaut. Man kann übrigens zwei Baumstämme gleichzeitig tragen. Aha.
Gut zu wissen. Ja, ich mache da mal kurz ein Lagerfeuer. Oh, da kann ich speichern. Ja, deshalb habe ich es gebaut. Da werden wir dann spawnen. Furniture brauchen wir erstmal nicht. Food and Water. Das auch nicht. Fire. Ein Feuer kannst du mal machen und... Ja, irgendwas, womit wir Wasser und Essen bekommen. Weil mein Essen ist, mein Wasser ist jetzt auch alle. Feuer ist da. Ja, gut, das, den kann ich kurz machen. Ich habe einen Schildkrötenpanzer. Ein Wasserkollektor. Kannst du da in Stöcke reinballern? Hier rein? Okay, da kann man Stöcke reinballern, wo man hätte, welche hätte. Oh nein. Ich hab einen Stock. Hier sind irgendwo böse Menschen. Sollst du vielleicht mal aufpassen. Ich weiß, an dem Dingens, an dem Dorf. Okay, hab ich jetzt einen Speer oder was? Hä? Okay, zwei Stücke geben doch keinen Speer. Du musst die zusammen in die Mitte craften. Hab ich ja. Nee, das wo ist meine Knochenkeule hin? Okay. Ah, da unten. Ah, ein Speer. Sehr praktisch. Ja. Übrigens, das hier ist meine Waffe. Sobald du Feuer hast. Ich habe ein bisschen was zum Feuer, ich habe ein bisschen was zum Essen zu machen. Ja, Feuer ist fertig. Aufs Feuer legen. Ich habe Essen für uns. Und weiter Bäume fällen. Danke, du hast mich gerade geschlagen. Da stehst du auch am Weg rum, wenn ich Baum fälle. Fuck. Da stellst du hier unter den Baum. Könntest du mich mal kurz ins temporäre Lager tragen? Beziehungsweise wiederbeleben? Wo bist denn du? Hier? Unter dem Baum. Danke. Bitteschön. Ich habe mehr Leben, als ich vorher hatte. Ah, und mein Magen ist wieder voll. Sehr schön. Wir brauchen noch Stecker für das Wasser. Ja, dann sammeln halt mal kurz einen Stock. Bin schon unterwegs. Okay, ist das jetzt fertig oder wie? Ja. Es regnet aber noch nicht. Das ist das Problem. Ja, dann tanzt doch mal ein bisschen, vielleicht bringt's was. Bachaka, Bachaka. Und gecancelt. Achtung, Baum fällt. Alles gut. Da gibt's noch Stämme. Hol mal die Stämme. Ich hol dir die Stämme. Schön weiter am Haus bauen. Ja, und damit hast du eigentlich auch das gesamte Spiel gesehen. Ich meine, es gibt auch Höhlen und Horrorzeug, was wir machen könnten.
Was macht eh niemand. Vielleicht irgendwann. Und du musst auch deine laufende Festung bauen. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Ich meine, es gibt einen Bauplan für eine Kirche. Zählt das? Aber wir werden uns hier unser Dorf aufbauen, hier an diesem. Das ist unsere Basis und wir was für, hier. Was für Dorf? Wir sind zwei Leute. Das ist eh nur temporär. Wir gehen auf lange Sicht eher an den See. Wie gesagt, meinst du? Es gibt keine bessere Location. Vorsicht! Also ich baue mir hier mein Haus auf. Ich bleib hier. Solltest du nicht und du solltest vor allem auch kein vorgefertigtes Haus dauerhaft nehmen, weil das nervt nur. Oh hey, Bären. Man kann sich sein eigenes Haus basteln. Ja. Natürlich. Aha. Bin ich mal gespannt. Bei meiner Kreativität. Bleibt das hier alles, wie es ist. Hatten wir ja schon vorhin gesagt. Ich werde hier. Ich werde hier in dem Anfangshaus weiter drin wohnen und du wirst hier eine große Festung haben. Oh, ein Reh. Zum Glück habe ich einen Speer. Wie du lieben. Alter, warum lebt das Ding noch? Ich habe dem dreimal mitten ins Herz gestochen. Das Ding lebt noch. Bist du jetzt Tierarzt oder was? Also wie gesagt, Speer, werfen, ich passt. Ich hab neues Fleisch. Oh, ich bin im Dorf, scheiße. Schnell weg hier. Ja. Deshalb, wir sollten nicht nah am Dorf bauen, weil das ist sonst nur nervig auf lange Sicht gesehen. Wir bauen aber lange nah am Dorf gerade. Ja, du, ich bin dagegen. Wie gesagt, ich gehe dann irgendwann an den See und dann baue ich mir mein Hausboot. Du hast ja ein Haus am See. Dann spielen wir Raft. Ich meine, könnten wir, es kostet nicht viel. Ne, wir spielen Raft in The Forest. Das meinte ich. Ja, und ich meinte gerade, wir könnten auch Raft spielen, das kostet nicht viel. Erstmal spielen wir The Forest. Ja, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob du wirklich weißt, was für eine Art Spiel das ist, aber gut. Nein! Verdammt. Ich habe Essen verschwendet. Ah, ich habe Neues. Waren das für dich mal egal. Oh, zwei fliegende Stöcker. Es wird, glaube ich, gleich wieder dunkel. Ja, wir können die Nacht skippen. Legen wir uns beide gemeinsam in ein Bett, oder? Müssen wir. Oder bastelst du dir noch ein zweites? Nein. Wir müssen das sowieso. Weil ich nicht weiß, aha, ob... Ah ja, stimmt, das Ding können wir... Das Ding können wir zum Beispiel nur einmal benutzen für... Dingen für... Das ist schlecht. Schlafen, ja, das kostet aber auch nicht viel. Aber das Haus können wir dann mehrfach benutzen, oder was? Nein, das Haus fällt auch nach einem Mal zusammen. Da kann man dann auch drin speichern und schlafen, oder wie? Ja. Haus. In welcher Richtung ist denn das Dorf? Ah, da hinten. In genau die Richtung. Lass uns schnell das Haus zu Ende bauen. Mach du mal, das verlieren wir nicht. Wir haben da gespeichert, wir spawnen da wieder. Also ich habe noch nicht gespeichert. Speicher mal eben. Da müsst ihr die Hütte benutzen. Die kann man nur einmal benutzen, meintest du. Zum Schlafen.
Welcher Richtung ist das verdammte Dorf? Keine Ahnung. In die entgegengesetzte Richtung vom Haus. Okay, C macht man speichern. So, gespeichert. Hier schön weiter Bäume. Ich baue das Haus zu Ende. 60 von 90 haben wir schon. Na, das dauert noch ein Weilchen, aber vielleicht haben wir es bald. Bevor die Nacht einbricht, bestimmt nicht, aber mein ist es ja schon dunkel. Ja. Liegt so viel Holz rum. Du plünderst jetzt das Dorf oder was? Ah ne, hier bist du. Was? Ich kann nicht mehr so schnell. Ich kann nicht mehr hacken. Ah doch. Es wird irgendwie schwerer zu hacken. Ja, hast du auch auf dein Leben und alles geachtet? Mein Lebensbalken ist eigentlich voll. Der rote Balken ist voll. Ich koche uns ein schönes Bein. Mach das. Liegt doch noch einiges auf dem Feuer. Sehe hier kaum noch was. Ja. Bein übrigens buchstäblich. Ah, es regnet gleich. Schön. Wollen wir die Nacht skippen? Das wäre gut, weil ich sehe hier nichts. Ja, dann komm mal eben rüber. Warte, ich hole hier noch ein bisschen Holz. Hol das Holz morgen. Warte, ich bin bei dir. Auf Z drücken. Oder was? Ja. Camp out. Die Sticks können wir nicht verwenden, oder? Schade. Nö. Ich esse jetzt erstmal ein schönes Bein. Ich baue das Haus zu Ende. Aber ich bräuchte auch was. Oh nein, ich brauche was zu essen. Ja, zu trinken. Wie gesagt, es liegen zwei menschliche Beine auf dem Feuer. Kannst du essen? Gib her. So, Wein gegessen. Gibt's auch schon was zu trinken? Ich hab Durst. Noch nicht. Das sollte relativ bald passieren. Denn das ist das Holzhaus vollenden. Sieht ja schon sehr schön aus. ...74 von 90. Ja. Haben wir bald. Sag Bescheid, wenn's Wasser fertig ist. Ich habe keine Ahnung, wann das Wasser fertig ist. Ich habe das Spiel selbst auch noch nicht gespielt. Aha. Also schon, mal kurz, aber sonst.
Woran erkennt man, dass das Wasser voll ist? Wenn du es trinken kannst. Aha. Ja, jetzt geht's zum Beispiel hier. Einmal getrunken. Alles ist leer oder was? Ja, jetzt muss halt nochmal gefüllt werden. Das regnet aber eh gerade. Ich bin hier am Verdursten und du donnerst. Ja, ich auch. Ist leer. Nach dem Baum. Genau, lass uns hier einen Baumstamm tragen. Wiederhole, du kannst zwei Baumstämme gleichzeitig tragen. Ah, sehr schön. Solltest du wirklich lernen zuzuhören. Ich wollte ja zwei Baumstämme tragen, aber du hast mir einen weggenommen. Wir müssen jetzt fertig sein. 88. Du hast die letzten zwei. Ja. Aha. Das liegt auf dem Boden. Pornografie. Das können wir hier speichern. Ja, so, ich gehe jetzt erstmal in das Scheißdorf. Ich habe gespeichert. Naja, speichern wäre nicht schlecht. Weil eigentlich musst nur du speichern, aber hey. So, welche Richtung ist jetzt das verdammte Dorf? Doch, Seile. Ich will nämlich die bessere Axt. Bring mir eine bessere Axt mit. Die musst du craften. Muss ich mit dem Spiel auseinandersetzen, um es zu spielen? Glaube ich nicht. Kann ich einen Vogel fangen? Nein. Nur Animal discovered. Wahrscheinlich der Vogel. So was bauen wir jetzt? Nein, nächstes. Sein Bandwurm. Okay, die Vögel kann ich nicht fangen. Ich war da schon dreimal bei dem Dorf. Ja, cool, ich nicht. Deshalb, ich sehe hier Küste. So müsste das eigentlich in der Richtung sein. Aber da ist es nicht. Machen wir mal eben einen Speer. Ups. Ach, Morty. Water Collector und Drying Bag. Ein Garten wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Was habe ich jetzt hier? Ich habe gerade einen Rabbit Cage gebaut. Warum auch immer. Bin tot. Ich bin hier noch gar nicht. Weil ich über einen Stein gestolpert bin. Wow. Bin hier noch gar nicht gestorben. Ich wollte es nur mal sagen. Ja, ich spiele das Spiel ja auch. Warum bin ich beim Flugzeug? Vier brauche ich. Cool, wir haben eine Basis gebaut und alles. Ich habe gespeichert, ich habe geschlafen. Ich spawn beim Fuck-Flugzeug. Tja, ich bin noch nicht gestorben. Ich weiß nicht, wie das bei mir läuft. Was für eine Scheiße. Aber ist auch nicht weit bis zur Basis vom Flugzeug aus. Ich weiß, ich hab halt überhaupt nichts. Das ist so eine nervige Scheiße, dass ich ohne irgendwelches Equipment starte. Ich hab nicht mal die Scheiß-Axt, die man immer hat. Aber Medizin immerhin, hey. Ich baue uns einen Garten. Immerhin regnet's. Also haben wir genügend Wasser.
Das kann man nicht zufällig aufbewahren. Das Wasser irgendwie speichern. Für Zeit, wenn es nicht regnet. Was habe ich vorhin gebaut? Du hast einen Wassergenerator gemacht, aber der funktioniert nur, wenn es regnet. Ich dachte, ja, in einem Becken bleiben Dinge bekanntlich nur liegen, solange sie eingefüllt werden. So funktioniert Physik sehr gut. Nee, ich dachte, dass man irgendwo einen Trinkwasserspeicher irgendwie aufbaut, wo man dann theoretisch mal... Tja. Ja, und dann baust du noch nebenbei eine Automarke auf. Genau. Ich habe hier Chicory. Tree Slab habe ich. Okay. Was kann ich jetzt mit dem Garten machen? Müsste ich irgendwie Samen anpflanzen können? Ja, wenn man denn nur Samen sammeln könnte beim Pflanzen oder so, aber da müsste man sich ja vom Haus wegbewegen. Das geht ja nicht. Haus und genügend Pflanzen. Ja, nicht die, die du haben willst, glaub mir. So, hier brauche ich erstmal Stöcker. Das sei nur die. Das Dorf immer noch nicht. Wenn ich gleich ein bisschen weiter weg vom Haus gehe, dann bin ich das sofort. Ja, cool, ich halt nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich bin da schon dreimal aus Versehen reingelaufen. Vielleicht muss es aufhören zu suchen und einfach loslaufen. Vielleicht findest du es dann. Wenn du es nicht aktiv suchst. Okay. Stickholder haben wir hier. Lockholder haben wir hier. Lager für Bäume. Gar nicht schlecht. Da ist jemand. Du hast den mitgebracht. Bring uns hier keine Feinde mit. Bring uns hier keine Feinde mit. Ich habe keinen Bock zu sterben. Ich bin ja auch noch nicht gestorben. Ich würde das gerne dabei behalten. Die Leiche verloren. Tja. Ich baue hier gerade ein Lager für Baumstämme. Ach, weil er nicht gestorben ist. Hier ist ein Reh. Hey. Bleibst du hier? Ja, halt nicht. Brennt das Feuer noch? Nö. Mach uns mal eben Knochen. Zünd mal an. Oha. Ich brauche mal was zu essen. Moment, dann hack ich ihm mal eben Arme und Beine ab. Mach das mal.
Oh, das ist sogar einer von denen, die viele Knochen geben. Nice. Ja, entfernen wir mal das Bein. Da kannst du das essen. Bräuchte auch mal wieder was. Kannibalismus, juhu. Ja, aber das Feuer ist gerade ein bisschen... ist gerade belegt. Das ist herzlich egal. Das ist ein Reh. Uns ist gerade ein Vogel ins Feuer geflogen. Ich mach mit, ich hole uns gerade ein Reh. Ich bringe nochmal ziemlich viel. Okay, die kann ich scheinbar nicht aufheben. Blöd, warum kann ich das Fleisch nicht aufheben? Kannst du mal herkommen, wo ich gerade bin, und mal das Fleisch mitnehmen? So, denn gut, kann ich das nicht tragen. Moment, ich habe eben einen upgraded Speer gemacht. Warum kann ich das Fleisch nicht aufheben? Ist doch scheiße. Weil komm mal zu mir. Voll ist. Ich habe dein Fleisch schon aufgehoben. Sehr schön. Aufs Feuer damit. Ja, Moment, ich mache uns mal eben was Schönes. Hoffentlich haben wir das schon frei. Hier ist gerade ein bisschen Wind, glaube ich. Ah, ja. Leg mal das Fleisch aufs Feuer, was du hast. Ja, ich hab uns mal was gebaut. Guck mal zum Fenster. Aha. Kriegt man das Fleisch aufs Feuer, was du hast. Essen können. Sicher, ich nehme kurz das Ding. Oh! Ich glaube, das Fleisch ist fertig. Dann ist es. Beziehungsweise. Lol. Ach. Moment, erstmal, ich esse das. Und nein, uns ist gerade nur das Feuer ausgegangen. Deshalb ist gerade alles rausgedroppt. Dann pack's wieder rein. Nützlich, ich brauche Äste und keine Stämme. So. Fleisch ist da. Trinken kannst du übrigens auch. Speer hat sein Ziel gefunden. Wir haben noch ein Reh. Der nächste aufs Feuer. Digga. Das ist fucking Feuer. Es brennt schon wieder nicht. Moment, ich habe eine Idee. Vielleicht sollten wir das einfach Custom Building, Custom Roof. Leg wieder ein bisschen was aufs Feuer. Ich habe da gerade was gegrillt, Modi. Du hast das Feuer abgebaut. Oh. Kannst du mal das Feuer wieder aufbauen? Ja. War gerade am Bauen. Ich möchte erstmal hier kurz gucken. Bau mal das Feuer wieder auf, das ist das Dringendste hier. Moment. Meine Fresse. Du kannst danach alles andere gucken. Mach als erst das Feuer. Du das Feuer vielleicht einfach innen reinbauen, damit es nicht dauernd ausgeht. Und brennt da nicht die Hütte an? Nein. Dann tut das innen rein. Hauptsache du machst mal Feuer. Du kannst auch Sachen bauen. Bin hier gerade mit was anderem beschäftigt.
ein Blödsinn. Brauch mal eben Stein. Liegt hier überall rum.